So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Tomb Raider auf der PlayStation 4. Hier sind wir stecken geblieben, hier haben wir eine klitzekleine Pause gemacht und hier geht's auch wieder weiter. Also, den Weg haben wir uns frei erkämpft gegen den bösen Bären. Und hier führt uns ein mongolischer Weg zu einer Ruinenstadt oder sowas ähnliches. Und Laura und ich möchten den erkunden und mal schauen, was hier losgeht. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Oh. Fragst du den falschen, Laura? Keine Ahnung. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Okay. Ein Rätsel ist das hier. Machen wir das? Natürlich machen wir das, Leute. Lal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 a. Da oben muss irgendwas sein. Alter. Dass das noch stabil genug ist. Danke. Ein Pilz wird noch. Dass die Pilze in der Kälte noch leben können. Okay. Und jetzt? Wo muss ich hin? Ich muss das Eis aufbrechen. Ja, aber wie, Laura? Ah. Oh Gott. Ja, geschafft. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, weil ich habe das Gefühl, hier bricht jetzt alles zusammen, Leute. Kann das sein? Kolleg! So, aber jetzt richtig. Also, go, 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 go. Gut. Hier können wir nicht durch. Der einzige Weg ist hier hin. Ich muss dieses Eis hier aufbrechen, aber wie? Wartet mal. Der war nur für die eine Seite zuständig. Okay. Gut, ich hab's verstanden. Hoffe ich jetzt mal. Ne, hier können wir nicht durch. Ich hab's mir doch gedacht. Und wir
Wir haben den Weg freigebrochen. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Bevor ich hier weitergehe, noch kurz mal hier abchecken. Nix. Ah, die Frau. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Alles meins. Danke. Gut. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst auf dem Kirchhorn einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasche Pfeile ab, nehmen Sie nach Hauptschuss den ersten Pfeil schnell drücken und loslassen. Oh, cool. So funktioniert das gut. Sehr geil, Mann. Das Spiel gefällt mir immer mehr und mehr. Oh, oh. Alter, was ist denn das für ein verdammter Ort, Mann? Gibt es solche Orte echt, Mann? Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Aus welchem Grund? Wartet mal. Also ich habe hier jetzt 2 Wege. Einerseits kann ich hier durch. Aber ich glaube, dieser Weg hier bringt mich hier. Okay. Hier kommen wir weiter, hä? Kann ich so weit springen? Ja, mit links, Kollege, mit links. Wieder ein kaltes Wasser. Kaltbad, Laura, willst du nicht rein? So, jetzt wollte sie rein. War zu kalt für dich, oder? Digga, ich wollte ja doch auf die Oberfläche. Ah, mit L2 ging das. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es,
spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Wow. Respekt. Sowjetanlage. Unser nächster Lagerfeuer. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was ist denn da unten? Wer? Okay. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer... Sorry, Lara. Okay. Also, bevor ich hier mal runtergehe... Man kann hier nach oben, oder? Nee. Okay. Ah, wartet, hier haben wir ja was. Voilà. Und unser nächster Schatz. Hallo? Hier. Wieso kann ich hier rauf? Oh man, kann hier das Ganze wieder... Okay, egal. Aber man kann hier wieder nach oben klettern. Nee, die lasse ich mal in Ruhe. Ich hab hier was leuchten gesehen. Voll. Leute, ein geheimer Gang. La 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 la. Ihr Wunderwerkzeug, Mama mia.
Kokos von Nicea, der Astronom. Haben wir noch mehr? Bin ich ja richtig Kollege, Mann. Was ist denn das für ein scheiß Labyrinth? Bin ich denn hier gelandet? Von hier bin ich gekommen. Genau. Warte, bevor ich hier nach oben gehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zuerst mal ganz nach unten muss. Aha! Okay, ganz geil. Sehr geil. Antiker Bogen. Ah, hier war ja schon. So, jetzt können wir hier weitermachen. Nix. Nee. Ich hab das Gefühl, dort ist es glitschig und rutschig. Das heißt, wenn ich dort runter gehe, dann bin ich runter. Für immer. Was? Oh, ich hab's geschafft. Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Hat dir was geleuchtet? Okay, also jetzt weiß ich wodurch.
Hallo, hallo. So, Leute, jetzt können wir weitermachen. Wieder raus von hier. Ah, wir das hinter uns. Also. Ja, hallihallo. Nix ist versteckt von mir. Jetzt mehr. Danke. Nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, ach, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Oh mein Gott. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Gute Nacht. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Verstanden. Da ist irgendwas. Hier drüben! Alter, hab ich das jetzt... Oh, die Hunde. Sind das Wölfe? Ah, hier oben noch. Okay. Mit der Whiskyflasche in der Hand. Da kommen noch mehr von ihm. Mach! Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Achtung,
Hey, ich dachte... Da, schieß doch! What the fuck? Okay, wo? Wer hat hier auf mich geschossen? Wer hat denn hier jetzt auf mich geschossen, Mann? Hier habe ich jetzt was gesehen. Ist ein bisschen kalt gehabt, habt ihr nur die Wärme geschenkt, damit ihr nicht erfrierst, mein Kollege. Danke. Oh. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest, aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Ne, Atombombe klingt gar nicht gut. Krieg? Von wo kommen die Schüsse? Headshot! Nein! Ja. Headshots da, Headshots dort und Headshots da! Habe automatische Pistole bekommen, 2 von 4 gefunden. Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, 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 oh. Ich wollte das nicht, Digga. Okay, ich dachte, ich kann dort so ein Wand abmachen, aber das ging nicht.
Gut. Probiert. Fehlgeschlagen. Lala, wo sind wir denn hier gelandet? Ah. Ist der klar, was man hier tun muss? Danke! Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Mein Volk? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks, aber das tut es nicht. Glaubst du, ihr könnt uns lange aufhalten? Keine Ahnung, auf was der gewartet hat. Aber jetzt haben wir die zwei Männer ausgeschaltet. Agios Otheos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Elisonimas. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Also, Erste-Hilfe-Kasten, haben wir hier was? Ah, cool. Aber ich bleib mal für den Anfang beim Bogen. Ich muss hier raus und dann bin ich fertig, aber wartet mal kurz. Den Dietrich. Ah. Ja, damit kommen wir wahrscheinlich später. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Zunächst setzen wir das Wort zusammen, bis wir ein neues Leckchen haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht.
Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Alter! Alter, was? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Ich hab jetzt einfach improvisiert. Headshot! Das tat ihm wahrscheinlich sehr weh, deswegen die Reaktion. Aber bevor ich mal zu dem gehe... Hier oben haben wir auch was, jawohl. Soll ich den töten? Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Ah, ich weiß wie. Haben wir keine, Oh Mann, das alles... Ah, hier. So. Sehr gut, Laura, du gefällst mir. Der ist weg. Hier? Der? Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Unser Lager passt ja perfekt. Konstantin, also Fähigkeitspunkt. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Oh, wow. Nice. Nice. Zwei sitze ich.
Okay. Eigentlich, Leute, ich mache mal hier eine kurze Pause. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Spiel ist einfach der Hammer. Teilt das Video, kommentiert das Video, liked das Video, abonniert mich auf YouTube und Twitch. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao zusammen.